Dortmund gegen Schalke. Wer noch einen Tippschein auszufüllen hat, tut sich diesmal richtig schwer. Schalke wird mutiger. So groß war die Zuversicht schon lange nicht, dem Erzrivalen eins auszuwischen. Ein Ex-Schalker glaubt sogar fest an einen Sieg. Dortmund hat ein paar Probleme, Startschwierigkeiten gehabt, aber in der Champions League gut gespielt, genau wie Schalke auch. Ein paar verletzungsbedingte Ausfälle, Blasikowski und den einen oder anderen. Also im Moment würde ich sagen, ein Tick Vorsprung für Schalke, obwohl sie auswärts spielen. Langsam aber sicher ist Schalke auf dem besten Weg, wieder ein echter Titelkonkurrent zu sein. Die Entwicklung ist vielversprechend. Schalke wird immer besser, auch so im Hinblick auch mal deutscher Meister zu werden, nach gefühlten 100 Jahren, wo man kein deutscher Meister wurde, 1958 die letzte Meisterschaft. Und sie sind langsam dran, da den Dortmundern wieder den Rang abzulaufen. Das muss einem runtergehen wie Öl, zumindest wenn man für Schalke ist. Natürlich hat der BVB den Königsblauen noch einiges voraus, aber so nah dran war der FC Schalke lange nicht.